Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ultimativen Kaufland Backabteilung Video, in dem wir uns 11 Teile aus der Backabteilung von Kaufland anschauen und ich möchte die im Sinne der Qualität und den Geschmack für euch beurteilen. Es ist von allem was dabei, süß und würzig, Börek ist dabei, Croissants sind dabei, Quarkbällchen, Quarkplunderteilchen und das alles jetzt hier im ultimativen Test. Falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, es gibt genauso ein Video zur Backabteilung von Aldi Nord und auch so ein Video zur Backabteilung von Lidl. Schaut gerne mal in die Beschreibung, da gibt es das Video. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal durch, gucken, was ich alles gekauft habe. Wir kommen natürlich auch auf den Preis zu sprechen und wollen das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, abschätzen, was wir denn da kaufen. Ihr seid natürlich auch wieder gefragt, eure Meinung zu den Backsachen von Kaufland gerne in die Kommentare. Was mögt ihr besonders gut, was mögt ihr nicht? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen habt. Es sei dazu gesagt, ich habe die Sachen gegen 9 Uhr gekauft, jetzt ist es knapp 12 Uhr. Im Sinne der Knusprigkeit kann natürlich sein, dass es dann so ein bisschen weicher ist. Klar, wenn die Sachen frisch aus dem Automaten rauskommen, dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen knuspriger. Aber man muss natürlich auch sagen, solche Sachen muss man auch mit nach Hause nehmen. Die müssen ja auch eine gewisse Knusprigkeit über 1, 2, 3 Stunden behalten können. Dies aber hier nur als Hintergrundinformation, das muss man halt fairerweise natürlich immer sagen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt durch mit den Sachen. Wir starten direkt durch mit einem echten Klassiker, dem Butter-Schokobrötchen für 59 Cent. So sieht es aus. Wisst ihr, was ich übrigens sehr liebe, sind diese Nahtstellen, wo so Croissants oder andere Gebäcke auch Brötchen aneinander gebackt haben. Das ist immer so richtig schön soft hier. Mit Schokolade drin, wie gesagt, ich glaube, das ist ein echter Klassiker, den jeder von euch kennt. Wir gucken da mal rein, wie der von innen aussieht. Oh ja, so mag ich das. Vor allem hier richtig schön datschig. Sieht richtig gut aus. Ich freue mich drauf. Klassiker aus der Kindheit. Kennt man die Ibisbrötchen, ne? Riecht butterig, schokoladig. Innen drin knatschig. Lecker. Schön schokoladig. Ich finde, ganz leichte Butternote. Es riecht ein bisschen intensiver nach Butter, als es schmeckt. Lecker. Auch ein Klassiker, die Laugenstange mit Salz obendrauf. Richtig schön, mit Butter natürlich am besten gegessen. Ja, ist soft. Ich sag mal so, diese Laugenstangen und Brezel aus dem Supermarkt kenne ich persönlich nie als besonders knusprig. Von daher ist das für mich so völlig in Ordnung. Wir schauen da auch mal rein, wie die von innen aussieht. Ja, ist halt schön soft gebacken und sieht einfach gut aus, wie ich finde. Natürlich müsste man das Laugenbaguette jetzt mit Butter einstreichen, aber bei so einem Test muss man eben die Sachen pur essen. Das ist so eine Sache bei mir immer. Die Sachen verfälschen mit irgendwie, indem man jetzt einen Meter Butter drauf macht, das macht keinen Sinn. Der Geruch nach Lauge ist eher dezent, wie ich finde. Wie gesagt, ist jetzt hier überhaupt nicht knusprig, eher fast schon so ein bisschen gummiartig. Die sollte man vielleicht versuchen auf den Toaster legen. Nimmt einfach ein bisschen Wasser in die Hände, streicht die Stange einmal ein. Vergesst es. Streicht das Objekt hier ein mit Wasser und auf den Toaster legen und dann nochmal knusprig backen. Wie gesagt, nicht klitschnass machen, aber einmal so, ne, und dann einmal einfeuchten. Macht es nicht besser. Ja. Innen drin sehr dicht. Oben mit dem Salz ist gut, wenn man das mag. Muss aber definitiv ein bisschen aufgeknuspert werden. Ansonsten eine Laugenstange, die aber nicht, wer weiß, wie krass nach Lauge schmeckt, wie ich finde. Das ist eher dezent. Also da gibt es bessere, aber für so ein bisschen Geld. Und dann, wenn man es, wie gesagt, frisch macht, wenn die auch warm ist, ich glaube, dann steckt hier auch auf jeden Fall auch noch mal deutlich mehr Potenzial drin. Ändert aber nichts daran, dass der Geschmack nach Lauge wirklich ein bisschen verbesserungswürdig ist, wie ich finde. Kommen wir zu dem ersten, ich sage jetzt mal, Mittagessen-Snack, und zwar das Hotdog-Brötchen. Kostet 99 Cent, beziehungsweise der Hotdog. Ich habe übrigens gerade den Preis der Laugenstange vergessen, die hat gekostet 29 Cent. Ja, 99 Cent für eine kleine Zwischenmahlzeit hier oben. Das soll vermutlich der Käse sein. Ich habe anfangs gedacht, dass das der Senf ist. Dann haben wir hier so ein Brötchen, was ja ziemlich nach Backform aussieht. Das wird wahrscheinlich einfach in so einer Form gebacken. So wie so ein richtiges Brötchen sieht das jetzt hier nicht aus. Hier so mit Zwiebeln drauf, aber irgendwie Grünzwiebeln, vielleicht ist das auch Lauch oder ähnliches. Tomatensoße, und hier sieht man die Wurst. Da schneiden wir jetzt auch einmal rein. Und ja, so sieht es von innen aus. Würstchen,
Teig und ich glaube, das ist sowas, womit man so für billiges Geld ein bisschen satt wird. Kommen wir zum Hotdog. Immer das Kurioseste. Es gab auch so Pizzazunge. Hätte ich eigentlich auch nehmen können. Ich hatte noch keine Pizzazunge. Also wenn ich beim nächsten Mal irgendwo hingehe, dann werde ich mal sowas wie eine Pizzazunge nehmen. Oder hatte ich nicht beim ersten Mal eine Pizzazunge? Ich weiß es gar nicht mehr. Hotdog mit Käse, Ketchup und grünen Zwiebeln oder was auch immer das sein soll. Lauch. Geflügelwürstchen. Das Brötchen selbst ist wirklich so Standard. Das sieht aus wie so ein, ja, ist der Teig wie von so einem Billigbrötchen, sage ich jetzt mal. Würstchen knackig. Mhm. Schön. Gefällt mir sehr gut. Diese Tomatensoße macht das Innere so ein bisschen, ja, feucht, sage ich jetzt mal, weil das Brötchen selbst ist relativ trocken. Das ist jetzt nicht so gut. Ohne diese Soße wäre das Ganze hier echt schlimm. Das Würstchen ist normales Würstchen, Geflügel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Geflügel oder Schwein, ehrlich gesagt. Schmeckt aber normal würzig mit den Zwiebeln so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob da auch irgendwie so ein bisschen Senf vielleicht mit beigemischt ist. Sieht eher nach Tomatenketchup aus. Aber für mich passt das. Das ist ein 99-Cent-Snack. Da kann man nicht so viel erwarten. Und ich finde es dafür wirklich gut. Und auch das kann man nochmal so schön auf dem Toaster knusprig backen. Ja, das ist sicherlich ein super Ding. Etwas, was mich optisch extrem angemacht hat, muss ich sagen, ist dieser Mohnfächer hier für, Achtung, 49 Cent. Beim Bäcker würde man mindestens 1,20 Euro für sowas bezahlen. Das Ding ist auch richtig schwer. Also das ist jetzt nicht nur so ein lockeres Ding. Damit, ja, das hat Wumms, würde ich sagen. Und es sieht einfach nur richtig schön gemacht aus hier. Mit dem ganzen Mohn, so eine Art Blätterteig, Plunder, sowas in der Art. Und ich würde sagen, da müssen wir auch mal reinschneiden, wie das aussieht. Habe ich gerade überlegt, hätte man so schneiden müssen oder so? Ich weiß es nicht. Oh, noch ein bisschen. Wow. Wow, sage ich da nur. Das sieht ja wohl mal richtig fantastisch aus. Hier mit dem Mohn drin. Auch hier hat sich das alles so ein bisschen aufgesaugt. So weich und fatschi. Kommen wir zu der Sache, auf die ich mich mit am meisten freue. Mohn. Ich habe euch schon mal die Geschichte erzählt, das ist vor vielen, vielen Jahren, wurde das noch nicht so streng kontrolliert. Ihr braucht es nicht versuchen, es funktioniert nicht mehr. Ich habe es auch nur gehört, da wenn man so gerade sowas wie Biomohn oder sowas gekauft hat von bestimmten Marken, die wurden nicht gut genug behandelt, also gewaschen und so, und es waren vielleicht auch Züchtungen, die heute vielleicht nicht mehr erlaubt sind, dann hat man irgendwie diese Mohnsamen in Milch eingeweicht, weil das irgendwie zum Extrahieren gilt, und dann hast du so einen Liter von diesem Mohnsaft gesoffen und dann bist du halt, hast einen Opiumrausch von bekommen. Ja, oder, also von daher, ja, das funktioniert heute, wie gesagt, nicht mehr. Die Mengen sind so gering, aber es heißt ja immer noch, dass wenn man viel Mohn isst, dass man bei so einem Drogentest auffallen würde. Wie gesagt, es macht überhaupt keine Wirkung, weil es so gering ist, aber diese Tests sind sehr sensitiv und da kann es durchaus sein, dass man dann so einen Drogentest positiv auffällt. Am Ende kann man es wahrscheinlich abklären irgendwie, aber ja, also das Mohn, der Mohnfächer riecht gut nach Mohn. Der Mohngeschmack ist gut. Was ich finde, bei dem hier wäre, was geil gewesen wäre, wenn man noch so ein bisschen Zuckerguss drauf gemacht hätte. Es ist eine Süße da, aber ich finde, dieses süße Gebäck hier hätte noch ein bisschen mehr Zucker, Süße haben können. Also ein bisschen Zuckerguss oben drauf, das Ding wäre perfekt gewesen. Nochmal ein Klassiker, natürlich muss bei jedem Video dabei sein, also auch bei Aldi und bei Lidl war es dabei, das klassische Buttercroissant hier in der, ja, Standardausführung. Denn es gibt gleich noch ein Croissant, das hier hat 49 Cent gekostet, das ist jetzt hier schon ein bisschen weich, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das knuspriger, frisch aus dem Ofen kommt. Wie gesagt, manch einer kauft sich aber vormittags Sachen dafür abends, da muss man damit rechnen, dass die Sachen natürlich weich werden. Wir schauen auch hier natürlich einmal rein, ja, so muss ein Croissant aussehen, richtig schön locker. Boah, unglaublich butteriger Geruch. Natürlich das Wichtigste bei so einem Test, das normale Buttercroissant. Oh, es riecht so gut. Ich sage es an dieser Stelle hier nochmal, falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, probiert die Croissants vom Backwerk aus. Die sind atemberaubend gut. Und nein, ich mache keine Werbung für Backwerk, deren Brötchen sind scheiße und viel zu teuer. Kauft ihr auf gar keinen Fall, da könnt ihr gleich zum Handwerksbäcker gehen, da sind sie nur 8 Cent teurer oder so und habt vernünftige Brötchen und nicht so einen Industriescheiß. Aber die Buttercroissants vom Backwerk, die sind atemberaubend gut. Die müsst ihr probieren. Glaubt mir. Ich habe auch schon Feedback von euch bekommen. Hat mir mal jemand per Instagram geschrieben. Von mir, oh ja, gut, dass ich das gemacht habe. Die sind so lecker. Glaubt mir, sie sind episch. Und das hier riecht auch richtig gut.
Man kann es auch so ein bisschen zerzupfen. Ist lecker. So ein Croissant ist natürlich auch noch geiler, wenn man es außen knusprig hat, innen drin weich. Deswegen legt es auf den Toaster, wenn ihr sowas mal kauft. Aber geschmacklich ist das gut. Nicht so geil wie das vom Backwerk, aber doch. Ich glaube, das von Lidl war ja ein Ausfall. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das hier ist vergleichbar mit dem vom Aldi. Ein Kaffeekuchengebäck, Quarkbällchen, das Stück für 29 Cent. Die sind tatsächlich auch relativ dicht, ist also nicht extrem luftig. Mit Zucker außen drum herum, wie ihr seht, und zwar ordentlich Zucker. Hat direkt so ein bisschen das Fett vom Frittieren am Finger. Aber so müssen Quarkbällchen natürlich sein. Und oh wow, sieht das nicht toll aus. Ich liebe diese Konsistenz von Quarkbällchen innen drin. Die sehen einfach saftig aus, porig und ja, porig sehen sie aus. Also ja. Das Quarkbällchen, oh, boah, das riecht so geil. Richtig schön frisch und leicht säuerlich vom Quark. Ich glaube, ich werde es heiraten. Es riecht richtig schön vanillig auch. Und es sieht einfach so unglaublich saftig aus, als wenn man drauf drückt und dass es gleich so da irgendwie so der Quark rausläuft. Hört ihr den Zuckerknack? Leute, das Ding ist lecker. Super gut. Vor allem diese Konsistenz. So irgendwie wie halb gebacken, aber trotzdem fest. Fantastisches Ding. Schön viel Zucker außen dran. Super, super lecker. Die Quarknote zwar eher dezent, könnte noch ein bisschen mehr Quark drin sein, aber in der Summe ein mordsmäßig geiles Teil für 25 Cent. Beim Bäcker weiß ich nicht, bezahlt man 40, 50 Cent. Ich muss an dieser Stelle natürlich noch einmal kurz sagen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich habe es aber in den alten Videos auch gesagt, natürlich ist es unterstützenswert, wenn man zu Handwerkbäckern geht und wir können auch hier wieder zusammen diskutieren, ihr gerne in die Kommentare, aber dann rede ich von den Handwerkbäckern, die wirklich in dieser Backstube backen oder die vielleicht nur zwei Filialen haben, wo wirklich noch ein Bäcker steht, denn bei ganz vielen Ketten, da könnt ihr einen drauf lassen, die es so in Regionen gibt oder deutschlandweit sogar, ich weiß gar nicht, ob es außer Backwerk deutschlandweite Ketten gibt. Aber die backen das alles in Fabriken und karren das nur in die Geschäfte rein oder backen die Brötchen in einem Geschäft frisch auf. Die Teiglinge sind aber fertig. Das ist kein Handwerksbäcker. Das ist genau, wo ist der Unterschied, wenn Lidl im Supermarkt die Sachen aufbackt oder wenn der Bäcker in der kleinen Filiale die Sachen hinten aufbackt. Die bekommen beide die Sachen von der Fabrik. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt immer sagen kann, dass die Zutaten und sowas bei einem Bäcker hochwertige sind. Tendenziell natürlich schon, denn wenn man mehr Geld verlangt, irgendwo ist es tendenziell schon so, aber es ist nicht, kann pauschal so nicht gesagt werden. Aber was ihr definitiv unterstützen solltet, sind diese kleinen Handwerksbäcker. Da gibt es nicht mehr viele. Da gibt es in Dortmund vielleicht noch 5, 6, 7 Stück. Irgendwie Fischer am Rathaus, Dahlhausen und anderen Namen vergessen. Zum Beispiel, ich bin nicht sicher, ob Kohlpot das noch macht. Kohlpot zum Beispiel oder wie hießen jetzt denn andere? Düvel zum Beispiel. Und da gibt es noch 3, 4, 5 andere halt auch. Meinetwegen sind es auch 10, aber eben von der Filialenzahl verhältnismäßig wenig. Die gilt es zu unterstützen. Die machen das aber eben auch noch selber in ihrer Backstube. Da steht morgens ein Bäcker, der die Sachen backt. Die Scheiße wird nicht einfach nur aufgebacken. Da geht ihr hin. Von daher, das ist zumindest meine Meinung. Eure, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und zum nächsten. Es wird wieder würzig. Das Käse-Croissant bzw. Käse-Creme-Croissant oder so hieß das Schinken-Käse-Croissant, aber da stand was von wegen Käse-Creme. Auch hier wieder weich geworden nach kurzer Zeit, aber wie gesagt, das muss man jetzt nicht unbedingt ankreiden. Kann man aber auch, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Erwartet ihr, dass ein Croissant abends noch knusprig ist oder sagte er so, nee, muss nicht sein, bei dem Preis sowieso vielleicht nicht. Ja, wobei ich glaube nicht, dass das vom Preis abhängt, ob etwas weich wird. Das hängt zum Beispiel auch vom Wetter ab. Ja, Luftfeuchtigkeit und so. Also hier ist außen Käse dran. Das ist auch recht dicht. Hat gekostet 79 Cent. Hier bin ich jetzt sehr gespannt, wie das von innen aussieht. Widerspenstig zum Aufschneiden. Holy moly. Einfach nur hübsch. Einfach nur hübsch. Hier ist halt der Schinken drin. Der ist so eingearbeitet. Das riecht so gut. Richtig schön butterig und lecker. Käse wird dann hier auch, hier kann man so ein bisschen sehen, der geschmolzene Käse. Ich finde, es sieht ästhetisch von allen Sachen hier irgendwie am ästhetischsten aus. Oder mit das Käse-Schinken-Croissant. Das riecht so gut und würzig. Und ja, ich freue mich drauf. Naja, einfach rein.
Ah. Knatschig innen drin, käsig, schinkig. Super gut, so lecker. Eine 1A-Kombination, das war 75 Cent oder so, ne? Ey, Leute, fantastisch. Nochmal Croissant, und zwar das Laugen-Butter-Gipfel heißt das hier, nicht Kipferl. Kostet erstaunlicherweise 45 Cent, also billiger als das normale Butter-Croissant. Obwohl es ja theoretisch ein bisschen mehr verarbeitet ist, ein bisschen aufwendiger, weil man Lauge dran hat. Das sieht man hier auch an der Farbe. Ich liebe übrigens Laugengebäck. Ihr müsst unbedingt bei Ditch mal das Laugencroissant probieren. Ihr werdet auseinanderfliegen, weil ihr das nicht aushaltet, wie lecker es ist. Es ist so unglaublich gut. Ich war übrigens auch mal bei Ditch hinter den Kulissen, habe hinter dem Tresen gefilmt. Schaut gerne mal da ins Video, gebt mal ein Food Love Ditch, dann findet ihr das Video. Und es war einfach nur geil bei Ditch. Wir gucken mal, wie das innen aussieht. Ja, ähnlich wie das normale Buttercroissant. Ein bisschen dichter sieht es aus, aber jetzt nicht irgendwie negativ zu sehen, sondern halt einfach ein bisschen anders. Wir kommen zum Laugen-Croissant, und es sei hier mal vorneweg gesagt, aber die Leute, die meinen Kanal schon länger gucken, die wissen, wie ich sowas meistens handle. Keine Angst, hier landet nichts im Müll. Ich habe jetzt natürliche Sachen. Ich habe die Sachen alle halbiert. Die Hälften, die werden teilweise eingefroren, oder ich gebe halt was an Bekannte von mir ab. Deswegen fummel ich halt immer nur, habe ich immer nur eine Hälfte hier, damit ich nicht überall dran rumfinger. Und die anderen Sachen esse ich halt selber, quasi von den angebissenen Sachen oder so. Deswegen, hier landet nichts im Müll. Da müsst ihr keine Angst haben. Laugen-Croissant. Riecht ein bisschen weniger butterig als das Butter-Croissant, aber es ist auch ein Also Butter ist drin. Wie gesagt, auch hier, ich finde, ein bisschen mehr Laugengeruch könnte es sein. Wir gucken mal, wie wir das jetzt zerzupfen können. Ja. Mhm. Auch butterig, ich finde. Aber auch hier, dass ein bisschen das Laugenaroma fehlt. Ich mag das wirklich, wenn das deutlich ist. Ist gut, aber probiert mal das von Ditch. Ich sag euch. Wir kommen zu etwas, wo ich nicht wirklich weiß, was das ist. Auf dem Schild stand irgendwas von Apfeltasche, aber hier ist Schokolade dran. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Es sieht eher so nach so eine Vanille-Schokotasche aus. Hier steht, ja gut, hier steht es auch, da war einfach das Schild falsch beschildert. Das ist der Shogi Vanillekamm. Also wirklich Shogi. Nee, Shogi. Also nicht mit GG, sondern mit einem G. Und meine Fresse, sieht das geil aus. Also richtig ästhetisch. Ich muss sagen, was die Optik angeht, hat Kaufland auf jeden Fall einiges vorzulegen. Natürlich ist das regional immer ein bisschen unterschiedlich, gerade was sowas wie Lidl angeht oder Aldi. Da ist das unterschiedlich. Ihr könnt mir ja auch gerne mal schreiben, was es bei euch gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal auch. Und ja, so sieht es aus. Das schneiden wir jetzt einfach mal. Ich mache jetzt so, weil das ist so zusammengefaltet. Ich schneide das jetzt hier mal so ein Stück hier raus. Ah ja, das sieht auch gut aus. Ähnlich wie so ein Schokocroissant, ne? Hier drin haben wir dann Vanillepudding und ja, hier eine Schokostange. Auch richtig schön fatschi, dicht und knatschig. Genauso liebe ich das. Wir kommen zum Schoggi-Vanille-Fächer oder Zipfel oder Ding, wie das hieß. Wie gesagt, Vanille drin und Schoggi. Boah. Die Kombination ist geil von Vanille und Schoko, wobei ich finde, dass Vanille im Vergleich zur Schoko, ist so fast noch flüssig, die Schokolade da drin. Ich finde, dass die Vanille so ein bisschen in den Hintergrund geht, weil einfach die Schokolade intensiver ist, fast schon flüssig wie bei so einem Nutella innen drin. Auch hier der Teig, auch geht auch in den Hintergrund wegen der Schokolade. Insgesamt aber ein leckeres Ding, was man so zwischendurch mal snackt. Ich finde es gut. Es wird noch einmal würzig. Etwas, was auch ein Klassiker ist, vielleicht bei solchen Backwaren. Zumindest auch, wenn man ins türkische Restaurant geht oder zum türkischen Imbiss. Börek. Hier mit Börek-Stick Spinat-Käse. 65 Cent hat der gekostet. Achso, ich glaube, ich habe auch gerade wieder den Preis vergessen. Shogi Vanille, nee, habe ich gesagt, ne, 75 Cent. Wie gesagt, hier 65 Cent. Es gibt da auch verschiedene Variationen. Ich habe jetzt hier die genommen, die ich am liebsten mag. Eben die mit Spinat
und Schafskäse. Ich bin mir nicht sicher. Man sagt ja auch manchmal irgendwie so Börek-Zigarre. Was heißt Börek eigentlich? Wer weiß das von euch? Kann man das mal gerne in die Kommentare schreiben. Hat das irgendwie eine Bedeutung? Oder ist es einfach so ein Eigenname? Ich weiß das ehrlich gesagt einfach jetzt hier nicht an dieser Stelle. Ich liebe Böreks, vor allem wenn sie frisch gemacht sind. Und der hier sieht innen drin, aber auf jeden Fall trotzdem mega aus, auch wenn er nicht frisch gemacht ist. Hier auch der Blätterteig. Richtig schön. Ein bisschen dicker kommt er mir vor, als zum Beispiel beim Croissant. Spinatkäse. Ja, das kann was. Börek. Der Geruch, die Kombination von Schafskäse und Spinat ist einmalig. Geil am Börek ist ja auch, dass das außen so ein bisschen so ein dickerer Blätterteig ist. Super lecker. Super, super gut. Innen, wie gesagt, ein bisschen saftig. Boah, geil. Ich meine, sorry, ich habe gerade zu viel abgebissen. Die türkischstämmigen Menschen unter euch, oder zumindest die, die, ich sag mal, mehr so mit solchen türkischen Produkten zu tun haben, die werden mir wahrscheinlich aufs Dach steigen, dass man hier so ein Supermarktding kauft. Da geht man zum Türken des Vertrauens oder so. Oder die Mutter zu Hause macht das. Hundertprozentig kann ich mir vorstellen, tausendmal besser als das hier. Aber ich finde, das hier ist super lecker. Das kann man auf jeden Fall kaufen. Als letztes die Sache, die mich persönlich am meisten anmacht. Und zwar ist das die Quarktasche für 75 Cent. Außen goldgelb. Hier quillt schon der Quark raus. Ja, so ein Plundergebäck und innen drin mit Quark, auch recht dicht. Auch hier nicht mehr knusprig. Guck mal, wie reichhaltig die Füllung ist. Alter. Sieht das gut aus. Vor allem wisst ihr, was das Geilste hierbei ist? Der Quark hat den ganzen Teig drumherum so knatschig gemacht. Ich liebe das. Da bin ich, ja, das macht mich. Das ist auch der erste Teil, was ich in die Tüte gesteckt habe, als ich bei Kaufland war. So langsam kann ich euch ehrlich gesagt nichts mehr sehen. Trotzdem, mein Highlight des Ganzen, die Quarktasche. Riecht schön quarkig. Ups. Ich wollte die Beine ausstrecken, hätte fast das Stativ umgehauen. Sehr lecker. Ihr könnt auch mal sehen, da ist richtig so eine platte Quark drin. Der Teig drumherum, das ist ja so eine Art Blätterteig, Plunderteig, aber der ist nicht mehr locker, der hat den ganzen Saft aufgesaugt, das ist eine einzige Masse. Der Quark hier drin ist lecker, relativ süß, wie ich finde. Und macht das Ganze hier super saftig. Kommen wir zum Fazit des Ganzen. Ja, in der Summe muss ich sagen, ich bin super begeistert von dem, was Kaufland hier für das Geld abliefert. Es gibt natürlich Highlights und ja, Lowlights, Darklights, wie auch immer man es sehen möchte. Bisschen Kritik, wie gesagt, die Laugenstange, die schmeckt für mich persönlich nicht genug nach Lauge. Das Mohnteilchen hätte aufgrund der Art, was es sein will, ein bisschen süßer sein können für mich. Da sind die Geschmäcker sicherlich verschieden und bei dem Hotdog muss man halt aufpassen, dass da der Boden nicht zu forzig wird. Ich weiß nicht, warum sie nicht einfach ein bisschen weniger Teig nehmen oder einfach noch einen Liter Soße mehr reinkippen. Das wäre einfach noch besser gewesen. Da läuft man nicht Gefahr, dass das irgendwann zu forzig wird, wenn es mal ein bisschen länger aus dem Ofen schon raus ist. Highlight, definitiv Quarkbällchen, holy shit. Das Käse-Schinken-Croissant, holy shit. Börek, holy shit. Und auch die Quarktasche ist gut. Wobei die tatsächlich, obwohl ich mich am meisten drauf gefreut habe, ich muss mal kurz gucken, ob ich was vergessen habe, im Vergleich zu den anderen Sachen noch ein kleines bisschen schlechter ist, aber trotzdem super gut. Und ich denke trotzdem, dass man alles davon ausprobieren kann für den Preis. Wie gesagt, versucht die Sachen am besten immer frisch rauszubekommen oder backt sie euch nochmal hoch, dann habt ihr richtig geile Sachen und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr mir schreibt, welche Sachen ihr, wie gesagt, hier gut findet und dem Video gerne einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal schauen, ob ihr vielleicht die Kanalmitgliedschaft abschließen wollt. Es ist in der Beschreibung verlinkt als Unterstützung für den Kanal. Und ja, davon ab, auf jeden Fall herzlichen Dank an euch alle, dass ihr hier eingeschaltet habt. Es war mir eine Riesenfreude, wieder so ein Video für euch zu machen. Ist wohlgemerkt immer ein recht großer Aufwand, muss ich sagen, aber die
Anzahl der Klicks und wie oft ihr reinschaut, die sind es dann wirklich wert. Das freut mich riesig, dass euch die Videos so gut gefallen. Finde ich absolut super. Ich bin auch immer offen für Kritik. Was hat euch zum Beispiel ein Video gut gefallen? Was hat euch nicht gut gefallen? Schreibt es mir einfach gerne und schaltet auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich irgendwelche Backwaren teste oder auch bei jedem anderen Video. Herzlichen Dank, passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zum ultimativen Kaufland-Backabteilung-Video, in dem wir uns 11 Teile aus der Backabteilung von Kaufland anschauen. Es ist von allem was dabei: süß, würzig, Börek, Croissant, Käsecroissant, Mohn, Stücke und was weiß ich. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum ultimativen Kaufland-Backwaren-Video. Ich habe mir 11 Teilchen und Co. bei Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ultimativen Kaufland Backabteilung Video, in dem wir uns 11 Snacks aus der Backabteilung von Kaufland anschauen. Süß, würzig, Hotdog, Börek, Croissant, Käse, Schinken, Plunderquark, es ist alles was dabei und von allem was dabei. Und